Wie schön rot das ist. Ne? Und jetzt ist auch noch wach geworden. Ja, da musst du pinkeln, natürlich. Ja, nur weil ich mich so hochgeschrocken habe. Nächstes Mal bitte antippen, wäre besser. Okay. Ja, wir müssen gucken, ob wir jetzt den Luftballon gleich sehen noch, ne? Hoffentlich, ne? Ach, der auch. Wir kommen ja gleich auch noch. Aber wie viel Uhr ist der Morgenstart? Guckst du nach dem Internet, bitte? 7. Boah, ich dachte, das will vor 7. Nein, 7. Boah. Ich glaube, ich sehe ein Tierkreislicht. Ja? Das ist total kalt, ich guck mal, ein rotes sogar. Die haben sich oben richtig gefreut, hat die Frau Voller, die Alexandra hat einen Regenbogen gesehen. Also wir können zu den Leuten nicht mehr böse sein, weil die zeigen genau Interesse mit dem Himmel, was wir auch interessieren für den Himmel. Wollen unter uns auch die Nachbarn, das Mädchen. Das hätten sie ja auch mal eher einfallen lassen müssen, bevor sie erst in den Krieg ankamen. Das hätten die Nachbarn eher einfallen lassen müssen. Das hätten die einfach, nein, das hätten die Pollers Grundmannsby erklären müssen, dass sie auch für den Himmel interessieren. Wollen die Tochter unter uns. Bevor das andere passiert, ne? Mhm. Da wäre der Krieg auch nicht entstanden worden. Genau. Aber es tut mir auch leid. Ich habe nicht gewusst, dass die Leute sich hier auch für den Himmel interessieren. Aber kommt drauf an, es kommt darauf an, ob die Lust hat. Aber die interessiert, aber ich muss auch dazu gestehen, die interessiert sich nicht immer für den Himmel. Es kommt darauf an, ob die Lust dazu haben oder nicht. Weil die haben gestern Abend, deswegen sich für den Himmel interessiert, weil sie Abendbrot gegessen haben auf dem Balkon. Mhm. Die Bollard hat oben auf dem Balkon einen Tisch stehen. Mit Stühle und haben sie gestern Abend Abendbrot gegessen. Da gab es leckeres Essen. Mhm. Mit Kohl und so, ne? Ja. Und dabei haben sie in den Himmel angeschaut. Ich kann nichts dafür. Wir können ja auch nichts dafür. Der Himmel ist ja, wie gesagt, für alle da. Selbst die Kinder, die Mama-Kinder interessieren sich für den Himmel. Der eine sagt ja, da oben ist ein Regenbogen. Wie sag ich dir die Wahrheit? Über dem Haus da, über dem Hausdach, über dem Hochhaus, über dem Hausdach, über dem Hochhausdach, da war auch ein Regenbogen. Soll ich dir erklären, was da ein Regenbogen war? Mhm. An dem Tag war eine Sonnenhalle zu sehen. So, und da sagt der Jeremy, der Freund von dem in Gabischock, da oben ist über ein Hausdach, über ein Hochhausdach ist ein Regenbogen. Der hat die Wahrheit, der hat nicht gelogen, der hat mich gar nicht verarscht, der hat uns gar nicht verarscht. Der hat die Wahrheit gesagt, weil nämlich über unser Hochhausdach ein Upside Down, ein verkehrt rum Regenbogen, der auf dem Kopf steht, war. Da, über unser Hochhausdach war nämlich an Deta ein verkehrt rum Regenbogen, ein Regenbogen, der auf dem Kopf steht, Upside Down Regenbogen, ein Upside Down Regenbogen. Ein verkehrter Regenbogen war nämlich über unser Hochhausdach gewesen. Mhm. Weil da nämlich auch eine Sonnenhalle gewesen war, da war nämlich über unser Hochhausdach wirklich ein verkehrter Regenbogen, der auf dem Kopf steht, ob es der Daumenregenbogen, wie das heißt, oder ein Upside-Down-Regenbogen, Upside-Down-Regenbogen. Also verkehrter Regenbogen, oder da war wirklich ein verkehrter Regenbogen, der auf dem Kopf steht gewesen, also auf dem Kopf stehende Regenbogen gewesen. Da hat der Kurze schon die Wahrheit gesagt gehabt. Selbst die interessieren. Und den einen Abend, wo der Himmel knallrot wurde, da sagt, da hat einer gesagt, boah, ist der Himmel rot, ja? Die sind nicht so, die Leute, wirklich nicht. Ich bin ein sehr gutes Beispiel mit den Videoaufnahmen, mit meinem Hobby, mit den Hobbyaufnahmen, weißt du das? Seitdem ich das angefangen habe, 2016 oder so, ne, wenn ich erzogen war, ne, haben sich die Leute auch dafür interessiert. Also, wir können das den Leuten auch nicht übel wegnehmen, das geht schon mal gar nicht, Baba. Nee, gar nicht. Oh ja, ich machst du mir bitte einen Kaffee? Ja. Ich trinke den in mein Zimmer. Ja. Ist auch nicht böse gemeint, ne? Welches gesagt? Diese Reise ist draußen nicht arschkalt. Ja, ist draußen 19 Grad, glaube ich. Nee, heute ist nicht so kalt gegessen. Aber gestern war kalt, oh. Es gab auch keinen Frost. Ja, es soll auch wärmer werden immer wieder, ne? Ja. Guck mal am Balkon bitte mal kurz, ja? Bevor du Kaffee machst, danke. Was ist denn jetzt los? Bitte keinen Stressanfang heute. Bitte, ich habe Rückenschmerzen seit letzter Nacht schon. Ich habe scheiße geschlafen. Wie passt es? Vielleicht ist ja was hingefallen. Vielleicht ist ja, aber es kann auch sein, dass unter uns was hingefallen ist, über uns auch was hingefallen ist. Und dann die Gegenstände, dass sie nichts dafür können, dass keiner geklopft hatte. Ja, schon gesagt. Ja, aber es kann sein, da gebe ich jetzt meinem Freund auch recht, dass über uns was hingefallen war und unter uns was hingefallen war. Unter uns bei dem Zimmer von den Söhnen, von den Nachbarinnen, und unter uns was hingefallen war oder was aus dem Regal gefallen war, dann können die ja nichts dafür, weil die lagen wirklich schon im Bett. Ja, dann müsst ihr das immer wiederholen, Leute. Ey, das würde ich jetzt mal nicht im Video reinsagen. Nein, ich meine, und das über uns bei essen. Und das über uns bei der guten Nachbarin, über uns bei der guten Nachbarin, die gestern Abend sich für den Himmel interessiert hat, auch was hingefallen war. Ja. Ist auch
Also. Das hat er auch zweimal gesagt, mein Freund. Einmal unter uns war es ihm gefallen, unter meinem Zimmer auch überall was gefallen, über das Schlafzimmer. Ja. Da konnten die Leute wirklich nichts dafür. Ja gut, wenn die Leute gerade bei, wenn die Nachbarn über uns, unter uns gerade mal einen Tiefschlaf sind und die kriegen nichts mit, wenn was hinfällt, da können die ja auch nichts dafür, es nicht kriegen, ne? Nee. Vor allem der Sohn über mein Zimmer, ne? Wenn der schläft und da fällt was hin, der kriegt das auch nicht mit. Da können die ja nichts dafür, ey. Was können die Leute dafür? Einladung. Geburtstagseinladung. Dein Geburtstag, 20. September. Also merkt euch das, Freunde, Zuschauer. Diesen Monat hat meine Mutter am 20. September Geburtstag, wird 63 Jahre alt. Schreibt euch das bitte auf, danke. Warte. Nicht wackeln, nicht. Weil das Bild sonst weggeht. Oh, Jupiter ist weg? Schade. Scheiße. Nein, Jupiter ist weg. Scheiße. Oh, zack. Guck mal, wie hoch der rechte. Boah, ist der hoch. Guck mal. Das ist ja fast ein Himmel. Na da. Was? Hoch zum Nambu oder was? Mhm. Die Tür, die haut immer vom Spülstein. Da muss man was vormachen. Oder er hat sich mir getan. Wieso ausgerutscht ist? Ja, guck bitte nach. Das Badezimmer ist eh nass. Grillfenster habe ich ja schon das rote drauf gekriegt, okay? Es ist ja nicht schlimm, dass es orange wurde, weil ich habe es lange für rechts gebraucht, rechts und Mitte gebraucht. Und da habe ich meine Windböen gebraucht, wo Daniel Becker wohnt. Oh, nicht schlimm, ne? Nein. Guck mal, das sieht doch wie im Winter aus, rechts, echt. Guck mal, ob die beiden Lausbuben noch da oben zu sehen sind. Nee, ein Lausbube ist da oben zu sehen. Ist der andere? Warte mal. Och, der Verabschied. Oh, ist. Boah, was geht die weit auseinander? Scheiße. Guck mal, ob die beiden auseinander gehen, die beiden da oben.
Oh, geblasen. Mama, die Wand ist rechts rosa. Komm mal still, die ist lustig. Die Wand ist rechts rosa, Mama. Ja, guck mal. Der hat ja gestern Morgen um 7:30 geschält. Ich weiß nicht, wie das war. Dann hätte er noch länger geschlafen, bis 8 Uhr, 8:30. Der hätte jetzt auch länger geschlafen, bis 8, 8:30, wenn er nicht gepinkelt hätte, Mama, ne? Hallo? Anna im Wohnzimmer? Der hätte jetzt auch bis 8:30 geschlafen, wenn er nicht auf Toilette muss, hätte Mama. Wie Der hätte jetzt auch bis 8 Uhr, 8:30 geschlafen, wenn nicht bis 9 Uhr geschlafen, wenn er sich auf die Toilette gemusst hätte. Ja. Der wollte gestern schon von bis 8, 9 Uhr schlafen. Der wollte gestern schon bis 9 Uhr schlafen, also bis 8, 9 Uhr schlafen. Wenn das mit Geschelle nicht gewesen wäre, wenn er heute Morgen nicht auf die Toilette gemusst hätte, jetzt um die Uhrzeit, wenn er jetzt um die Uhrzeit nicht auf die Toilette gemusst hätte, wo ich auf dem Balkon stehe, Videoaufnahme mache, der hätte jetzt auch von jetzt bis 8, 9 Uhr geschlafen. Der hätte auch länger geschlafen, bis 8, 9 Uhr, ne? Aber leider musste er auf Toilette ganz dringend. Und ich habe keinen Bock, dass das mein Bett wieder nass ist. Du musst dir das im Küchenfenster zeigen, Mama. Du musst dir das noch am Küchenfenster zeigen. Sagst du am Küchenfenster das bitte? Danke.
Sag an das Küchenfenster. Mom? Mom? Mama? Mom? Hast du ein Küchenfenster gezeigt? Hast du das Küchenfenster gezeigt? Ja. Was sagte er? Die Golde, diese goldenen Wolken da hinten, diese Küchenfenster, diese goldenen Wolken. Küchenfenster sind doch jetzt die goldenen Wolken, diese goldgelben Wolken. Hast du das gezeigt? Was sagte er? Okay, ich hol dir rechts den rechts diese komischen Streifen zu zeigen. Guck mal, wie das aussieht, ey. Na, bleib doch mit auf dem Balkon. Guck das bitte mit mir an. Lass ihn doch bitte. Ich gehe da garantiert nicht. Hier, der verabschiedet sich von Jupiter. Der geht schon weit auseinander von Jupiter, ne? Das meine ich nicht. Ich muss die richtig machen. Der Mond geht weiter von Jupiter auseinander. Der Mond geht ganz weit auseinander von Jupiter. Verabschiedet sich heute Morgen. Ey, steh mal auf, ey, du musst links gucken, wo ich bin. Kann ich doch. Jetzt nochmal. Weiß nicht. Jetzt guckst du bitte links, Mama. Küchenfenster, müssen wir gucken, ob die Ballons herkommen. Gucken wir mal, schon ist er ja noch nicht. Tschüss. Witzig, ey. Wir hätten, dass sie wieder nicht hier durchkommen. Wir hätten das Beste wieder Kacke, Flint ins Korn schmeißen und drauf wieder kacken muss. Dass sie keine rüberfahren. Dass sie gehen dann wieder Leute wieder in Tor. Ey, diese Reise hat Menschen der Pech dieses Jahr, aber nächstes Jahr wird Menschen der kein Pech haben, dann bin ich da. Wir können aber auch in Dortmund fahren. Nein. Wenn, wir fahren auch wenn nächstes Jahr Menschen der Glück haben, mit der Heizwohnung, sind wir nicht da. Schade, ist wieder für dich da. Aber komisch, sind wir jetzt dieses Jahr noch da, hat Mensch der Pech mit den Heizballon, ne? Mhm. Kommt kein Angst, was machen hier rüber. Ich schätze, weil es Dunkler Glück hat, da wo die eine wo mit ihren drei Kindern und ihr Kerl. Ne? Du kannst im Kühlschrank meine zwei Brötchen essen, Schokolade und Schokolade mit Kekse, die Käse, die müssen gegessen werden, die werden sonst. Ja, die musst du jetzt essen, bitte, weil. Warte, bis der Sonnenaufgang kommt. Oder lass sie dir jetzt bringen von ihm, okay? Ja. Aber es ist immer noch zu kalt, wo er draußen so rumläuft. Oder hol sie dir selber bitte, aber komm wieder raus, okay? Du hast ja selber zu so Füße. Eumel, alter Eumel. Mama. Ja. Ah, da bist du ja wieder. Hi. Lass es dir schmecken, Mama. Ich muss da gucken. Heißluftballons kommen. Was denn? Ja, warte mal kurz. Ich muss mal.
Ich kann mich nicht aufteilen. Wenn zwei Seiten gleichzeitig was passiert, kann ich mich nicht aufteilen, ehrlich gesagt, ne? Ach, du könntest jetzt meine Haare machen, bevor du verschwindest. Nach OP, Saal im Krankenhaus. Hä? Du musst jetzt um 14:40 Uhr gleich nach Hause gehen. Bist du jetzt noch zu Hause? Ja. Oh, oh. Können wir gleich um 8:35 Uhr zum Jet Armor gucken? 8:35 Uhr Jet Armor? Du wolltest mitgucken, hast du gesagt. Nein, ich gucke nicht. Nein, du hast gesagt, du wolltest mitgucken, ist sichtbar. Du hast ja, so gesagt. Ich denke, du wolltest mitgucken. Wer hat ausgemacht, dass du mitgucken wolltest, Mama? Bitte. Ja, kannst du mitgucken. Kannst du Bescheid geben? Kannst du Bescheid geben? Barbie? Barbie, wir wollen gleich um 8:35 Uhr zum Jet Armor gucken auf Cartoon Network. Willst du auch mitgucken? Mit dem Crimson Lord? Ja. Mit dem Spiegel? Ja. Da kommt die zweite Folge von der ersten Staffel, das Chaos. Da kommt die zweite Folge von der ersten Staffel, das Chaos, das zerbrochenen Spiegel, da wo sie das Spiegel in den Müll gefunden hat. Die kennst ja die Folge mit dem zerbrochenen Spiegel, ne? Wo dann June Jet Armor das Spiegel in den Müll gefunden hat. Wo die Freundin von Jet Armor, Alicia Green und Sinan, die mit der Brille im Müll dieses Spiegel suchen wollten, dieses Spiegel suchen müssen, wegen dem Crimson Lord, weißt du doch. Ja. Die zweite Folge von der ersten Staffel, das Chaos, ihr kennt ja die Folge, ne? Wo der Crimson Lord einen Teil von seinem Helm als Rüstung gekriegt hat. So mit einem Horn dabei. Mit einem Horn dabei, weißt du doch, ne? Kennst du die Folge, Barbie, ne? Die zweite Folge von der ersten Staffel, das Chaos, kennst du doch, ne? Mit dem Spiegel, dann mit diesem zerbrochenen Spiegel, weißt du doch, Barbie, ne? Was? Wo die doch Müll den Spiegel versuchen muss, wegen dem Crimson Lord, bevor wo William hinter dem Spiegel. Wo er im Internet Spiegel bekommen hat, wo der Spiegel den Wasser einmal geschmissen hat, dann kam der Crimson Lord zu Leben weg. Crimson Lord mit dem weißen Haar, mit einem Teil von seinem Helm, mit Teil von seiner roten Rüste von seinem Helm, damit, wo da ein Horn dran war, weißt du doch. Kennst du doch, Barbie, ne? Das kommt gleich um 8:35 Uhr auf Cartoon Network im Fernseher. Das kommt gleich um 5:30 Uhr auf Cartoon Network im Fernseher. Das kommt gleich um 5:30 Uhr auf Cartoon Network im Fernseher. Das kommt gleich um 8:35 Uhr auf Cartoon Network im Fernseher. Um 8:35 Uhr kommt das gleich. Willst du mitgucken? Ja. Wollen wir zusammen gucken, Barbie? Ja. Gut. Unbedingt zum Ohren, echt. Ja, ich von den scheiß Kugelgewitter habe ich einen Hörsturz bekommen, weißt du das? Was? Du weißt doch, dieses Kugelblitzgewitter, was wir einen Tag. Ich habe davon Hörsturz, weil die Blitze so laut geknallt hatte. Ich habe extra da lange gezoomt wegen dem Rosa da hinten, ja? Ich habe extra die Kamera lange dahin gehalten. Ich habe extra das Video länger da hinten gehalten. Weil das Rosa nicht drauf haben wollte. Das rosa Farbe, siehst du? Hallo, ich kann nicht so schnell. In zwei Zeiten gleichzeitig passieren. Ich muss gucken, wo die Luftballons herkommen. Wie viel Uhr ist der Start? Haben wir schon 6:30 durch? Ja, 6:45 haben wir schon. Scheiße. Wenn wir nicht wundern, wenn gleich ein Ballon über dem Haus hoch ist. Sollen wir uns nicht wundern, wenn gleich über dem Hochhaus ein Ballon drüber wegschwebt, drüber wegfährt, tut gleich ein Turm. Über zwei, ja. Mhm. Über den Hochhaus weg, mhm. Ja, ich weiß aber, ja. Unter dieser Plätzinger S-Dur. Ich habe dich ja letztes Jahr im Sommer auf den Balkon rausgeschickt. Guck mal, ob der Plätzinger S-Dur da ist. Bis auf den Balkon rausgekommen, zack, da war er hier vorne. Oh, ich hab mich erschrocken. Der ist schon hier vorne. Da ist es für ihn zu kalt, siehst du. Jetzt sag ich dir die Wahrheit. Wir beide, ich und er, sind krank geworden durch die scheiß Fliegen. Die kommen heute wieder bei der scheiß Hitze. Wir müssen aufpassen, Leute. Also ich kann die Sonne nicht sehen, weil da Wolken davor sind. Ja, da musst du mir helfen, Mama. Nee, wenn, dann musst du mir jetzt helfen gleich, okay? Wir beiden müssen zum Augenarzt machen. Ja, auch, ja. Du kannst hinter kein Auto mehr fahren. Ich bin auf meinen Führerschein angewiesen. Der ist wichtig für mich. Also ich habe heute Morgen auch keine Wolke gesehen bei der Venus. Keine Morgenrotwolke gesehen. Ja? Nee. Die Wolken waren vorher gar nicht da, wo die Venus sich aufgenommen hat. Kann ich die Zeit bei meinem Video? Selbst rechts ist eine war nicht da. Da war nur der Mond, der verabschiedet sich von Jupiter, die gehen auseinander, die Beziehung geht kaputt vom Mond Jupiter. Mama, komm bitte, ich hab Angst. Da hat einer für Freude geklatscht mit dem Wetter. Juhu, schönes Wetter. Ey, du siehst die Sonne gar nicht, guck mal. Die kommt doch gar nicht hoch. Nee, garantiert nicht.
Hallo, lass es sein. Danke. Ist ja nachmittags. Bist du hoffentlich, dass du 55 da oder halb 5 wieder zu Hause bin in Jago? Wenn die um 20:30 einen Termin haben mit dem Narkosearzt, ja. Und 16:45 bist du auch zu Hause, da kommt auch Jade Amon, ne? Karate-Sendung, ne? Ähnlich magst du wohl Jade Amon, weil das Mädchen lieber magst. Die Jade Amon selber, die grünhaarige, ne? Du bist ja für Landjun, so. Ich und er sind ja. Nein. Leute, wir haben uns vertan. Jade Amon kommt nicht im Fernseher. Wir haben uns vertan. Ich habe mich mit einer anderen Serie vertan. Um 8:35 Uhr kommt, gleich, wie heißt es doch mal? Ben 10. Und dann kommt um 16:55 Uhr auch Ben 10 am Mittag. Also morgens, also Ben 10 kommt täglich, morgens um 8:35 Uhr, 8:30 Uhr, Freitag im Fernseher. Und damit das um 16:45 Uhr, 5:05 Uhr kommt, damit das auch Ben 10. Aber die Kinder und die Leute sind eben für Ben 10. Also bitte, Ben 10 ist auch besser. Und jetzt zu dieser Serie, die zum Glück nicht mehr wieder im Fernseher kommt, gar nicht mehr im Fernseher kommt. Du bist ja für das Mädchen Lanjun Jade Amon, ne? Mhm. Also für das Mädchen Lanjun Lanjun Jade Amon, ne? Die grüne, lederhaarige, ne? Er ist für den Krimseloch von Jade Amon mit pinken Haaren, der Hälfte, mal mit dem weißen Haaren, den Helm zu Hörner oben drauf. Und ich bin für den roten Affe Xinyan. Du weißt ja, dass ich den roten Affe Xinyan Stoff dir haben möchte, ne? Mhm. Mama, ist das ein Falke? Ich hab Angst, bitte, ich will rein, bitte. Der soll verschwinden, bitte. Wo ist der? Da ist ein Falke da hinten, guck mal. Der hat Spaß da hinten. Gerade gesehen. Wo ist der? Wieso kommen jetzt die Falken wieder? Ich hasse das. Du weißt, dass ich vor sowas Angst habe. Ganz da oben sitzt er auf dem Turm, ey. Der guckt mich schon hier ran rüber. Mit der Sonne musst du gleich machen, ich sehe sie nicht. Ich bin gehandicapt. Willst du mal im Küchenfenster gucken, ob da was kommt? Aber komm bitte wieder, okay? Wieso? Hier ist, oh, guck mal, eine schöne Wespe oder Biene, was war? Weil du vermutest, dass sie hier aufsteigen in der Nähe? Nicht richtig? Schmeckt dir das Brötchen? Ist es weich? Okay. Ich habe es im Kühlschrank aufweichen lassen. Es war für hart. Mit Kondenswasser. Aber ich hoffe, die Schokolade schmeckt noch drauf. Die Käse. Ja. Ne? Ich esse sehr wenig bei der Hitze. Weil ich habe diese... Ich habe noch nicht mal meinen Fisch gegessen. Petersilienfisch. Du hast meinen orangen Fisch gegessen. Ich habe dafür das Kasternack gegessen. Da sind noch Stücke da davor. Müsst ihr alle weg? Habe ich alle weggeputzt? Oh, tut mir leid, ey. Wollte ich nicht. Mach nicht, also mach mal. Und der was ist mit dem Petersilienfisch? Ist der auch alle? Den hab ich gegessen. Und der hat einen Orangen für mich gegessen, ne? Ja, ist egal, ihr könnt ja mehr essen, aber ich kann nicht so gut essen. Weißt du das? Jetzt werde ich genauso wie meine Schwester früher, dass ich nicht mehr so gut essen kann. Also ab 30 Minuten höre ich auf. Also die Sonne kommt sowieso nicht. Lächerlich ist das. Du kannst die Sonne aufpassen, Lennox, ja? Du sitzt ja nach draußen. Dir ist ja nicht so kalt, mir ist ja kalt. Ich habe kürzere Sachen an, du hast ja schon Wintersachen an. Du hast ein T-Shirt drunter, du hast einen Pullover dicken und dann, oder ja. Für mich ist das jetzt trotzdem ein bisschen nicht warm. Ist ja schon warm, aber 9 bis 10 Grad ist auch nicht viel. Weil siehst ja die Dächer noch, die waren sind noch ein bisschen weiß gewesen vom Frost. Also die Sonne kommt gar nicht mehr hoch. Ja, dann machst du das mit der Sonne, ich dich bär. Ich höre jetzt auf, weil... Ich bleib mit dir auf dem Balkon. Ich will aber reingehen, meinen Kaffee trinken. Der steht da auf dem Tisch, der wartet auf mich. Nee, der kann er jetzt holen. Du darfst das schön auf dem Balkon genießen, die frische Brise, bevor es richtig heiß wird. Heute bis 28 Grad warm wird, bis 30.
Die Tür, Balkontür kannst du auflassen, halt aufpassen, dass da keine Insekten, keine Fliege oder Grasshüpfer, egal, keine Wespen reinkommen, ne?